Alter. Alter, 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 nein. Alter, Alter. Ja, nein! Ich bin auf den Beckenrand geflogen. Oh mein Gott. So, einmal schönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten GTA Online Let's Play. Juhu. Und wir sind am Start im Tor. Und Team Manuel Neuer. Ihr seht es schon, wer dabei ist. Dabei ist der rote Zylinder, der Kabu. Jo, servus. Daumen hoch für den und Zylinder. Auf jeden Prinz Fall. Charles im roten Sakko, der Brooklyn. Ja, yeah, hallo und servus. Applaus für den Brooklyn, so. Applaus. Das reicht. Das danke, 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 danke. Salute. Gut, boah, wir machen hier heute... Hier steht ein Helikopter, was für ein Zufall. Oh. Was für ein Zufall, wer hat diesen Helikopter hier geparkt? Hm. Und warum liegt da vorne ja. Blut? Warum liegt da vorne? Sollte jetzt Koller gehen am besten. Kabu leckt schon wieder rum, hä? Nee, ja, Problem. Ich bin dafür, du erklärst kurz die Mission. Okay. Unsere heutige Challenge, weiß nicht, hat die nicht sogar ein Zuschauer geschrieben? Weiß ich jetzt gerade nicht. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall fliegen wir jetzt mit dem Helikopter ein bisschen in die Luft und in die Luft. Flieg nicht so hoch. Und wir springen dann einfach kunterbunt aus dem Helikopter raus und probieren in einem Pool zu landen. Natürlich ohne Fallschirm. Ja, und wenn ihr denkt, die Mission, dass die Challenge ist geklaut, dann denkt ihr genau richtig, andere haben die bei uns geklaut. So, welche Pools nehmen wir denn eigentlich? Und ja, ja, haben wir schon bei San Andreas haben wir das schon geplant. Mal eine Frage, schon welche... bei GTA 2. Nehmen wir einfach Planung. Die Pools hier unten, oder? Nee, wo sind wir hier? Voll scheiße, nee, das sind voll wenige. Nee, flieg mal da zu diesen, hinter dir quasi, zu diesen Villen. Ja, hinter mir, war ich doch gerade hinter mir, war ich doch. Ah, da ist nicht. Wo sind die Villen? Da ist, das sind Berge, wir sind Bergneispringer oder was? Ja, jetzt hast du dich einmal ganz komplett im Kreis gedreht. Du hast auch gesagt hinter mir. Ja, hinter dir und dann nicht weiter drehen. So, also, jetzt dreh ich mal ein bisschen. Du sag einfach Stopp. Ja, Stopp, jetzt geradeaus. Da müssten eigentlich die ganzen Villen sein. Hat er ganz hinten da oder was? Ja, ach, aber da willst du ganz hin. Hinten. Da ganz hinten. Da ganz hinten. Match door. Da, was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Was? Da ist was in die Luft geflogen. Das war der Nikolaus. Ah, wollen wir den gleich hier nehmen? Server, sonst. Hier unter uns? Nein, nicht den. Da hinten, wo ganz viele sind. Da haben wir mehr Auswahl. Ein einzelner kleiner Pool. Da ist der von... Da neben der Villa. Der da unten? Nee. Das ist hier kein Wunschkonzert-Dream. Doch, da vorne. Ja. Da. Flieg mal Richtung See. Oh, rechts sehe ich einen ganz also großen, mehrere. Langen, komisch schwimmenden. Da links, oder? Ja, die Dinger vor uns. Ja, aber ich kann jetzt nicht nach vorne, weil dann fliegen wir wieder runter. Doch, weiter vorne. Wir müssen auf jeden Fall nach höher. Jetzt komme ich da nicht rein. Ja. Wir sind noch ja, viel höher. Zu flieg niedrig. Erstmal hoch. Flieg einfach flieg hoch. Flieg jetzt erstmal in die Wolken. Du musst nicht nach hinten ziehen. Du kannst einfach draufhalten. Und dann kannst du Ego-Perspektive anmachen und dann kannst du sehen auf den einen Anzeige, wie hoch du bist. Okay, Ego-Perspektive. Das geht bis 8000 geht das. Genau, diese eine Uhr, die sich dann dreht. 8000, jetzt sag ich mal, wo sind die 8000? Das ist so eine Uhr, die sich immer dreht. In der Mitte direkt. Ich bin auf 4. Auf 4000, okay, dann können wir noch 4000. Theoretisch. Die nennt sich alt, die Uhr. Jetzt. Aber wir müssen gleich auf jeden Fall noch ein bisschen, ja, weiß nicht, ob wir noch weiter vor müssen. Obwohl, das könnte auch gehen. Dann setzen wir auf gleich 4:30. So, ich glaube, okay. Da rechts sehe ich noch ein bisschen mehr Pools, aber da kann man auch aber wenn wir so hoch sind, dann sehen wir die ganzen Pools nicht mehr. Hingleiten. Ja, wir müssen da noch ein bisschen ja, man, weiter vor, so ein bisschen, mein, wir müssen auch so ein bisschen irgendwo fliegen eine wir einfach haben. Richtung die Kreuzung. Oh, Kreuzung, da, ich habe Ego-Perspektive, ich habe eine Uhr vor meiner Schnauze. Wie soll ich jetzt auf die Kreuzung Karte finden? Unten. Wir sind jetzt auf da, wo 5:30. Gleich. Guck doch auf die Karte da. So, hier ein bisschen eine Ego-Perspektive. Aber ich muss sagen, das sieht dann Richtung Kreuzung. Ein bisschen billig aus hier im Hügel. So, ist nicht so das Geilste. Naja, zumindest von hinten. Ja, noch ein bisschen vor gleich dann einfach und dann passt das schon. So, jetzt sind wir auf 6. 1000. Boah, reicht das noch nicht, ey? Doch, ich denke mal, das ist schon eine. Ja, aber flieg mal weiter vor ein Stück. Eine anständige Höhe, so sag ich mal, ne? So, jetzt kann ich mal gucken. Weiter vor. Welche. Bisschen nach links. Welche. Bisschen nach links. Also, ich hab überhaupt keine Ahnung. Ah, ja, so ist gut. So ist gut, so ist gut, glaube ich. Okay. Ja, so ist gut. Habt ihr schon mal was ausgeguckt? 3, 2, 1. Tschüss.
Jump. Okay. Juhu. Ey, scheiße, ich spring aus der falschen Seite raus. Ey, warum ich denn? Ey, macht ihr denn einen Steilflug nach unten? Ich muss erstmal schauen, wo die Pools sind. Warum macht ihr so einen Steilflug? Ey, mach ich auch dann. Ja, ich mach beides. Erstmal ein bisschen runterkommen und dann ein bisschen denken. Ich bin gerade irgendein vorbeigemäht hier. Oh, da fliegt eine runter. Ich hab mir schon einen rausgeguckt. Ich hoffe, da komme ich rein. Oh, das wird eng, ey. Das kann ich sogar packen, oder? Alter, das schaffe ich. Ja? Alter. Ja, nein! Ich bin auf den Beckenrand geflogen. Oh mein Gott. Ich bin einen Meter vorbei, so. Ein halber dabei, Meter hat gefehlt. Ich glaube, das wird nichts. Oder? Wo kommst du denn angemäht? Oh, oder? Das machen wir gleich nochmal. Alter, das war richtig knapp. Ich bin bei mir auch gelandet auf der Terrasse. Ich bin auf dem Beckenrand gelandet. Ich glaube, ich war am nächsten dran. Bei mir war es auch schon ein halber Meter oder so. Aber richtig knapp, Mann. So, Kameradin, erstmal anhalten. Nee, Kamerad. So. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach. Gleich. Ja, wir machen hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Versuch. So, Leute, wir sind zurück hier in unserem zweiten Versuch. Der erste Versuch war ja schon gar nicht so schlecht. Das hat zwar keiner geschafft, aber ich war zumindest ziemlich nah dran und ich glaube, die anderen zwei waren auch gar nicht so schlecht. Wir haben uns jetzt schnell wieder einen Helikopter geholt und sind jetzt schon wieder auf fast 5 Fuß. Oder ich weiß gar nicht, ich sag mal 5 Fuß. Ja. 5000 Fuß. Ich habe jetzt total die Orientierung verloren, weil es sind überall Wolken. Ja, wir müssen noch ein bisschen nach rechts, wenn es geht. Okay, dann schauen wir mal nach rechts. Ein bisschen vor jetzt, ein bisschen vorher nach vorne. Okay. Wobei, einfach so mal blind reinspringen wäre auch witzig. Dann wollen wir mal schauen, ob der zweite Sprung jetzt besser wird. Ich denke, so ist glaube ich ganz gut wie jetzt. Okay. Glaubst du, da unten alles ist klar. Ein See, Mann? Okay. Ja, los, so ist gut, jetzt müssen wir raus. Ready, set, go. Juhu. Alter, nein, ich Idiot. Ey, kann man den Fallschirm wegschmeißen? Den Fallschirm gehört Dreieck oder so. Oh Mann, ich habe aus Versehen X, ich wollte eigentlich Boost drücken. Hä? Nein. Was für ein Boost? Jetzt fliege ich auf dem Rücken. Dreh dich! So. Dreh dich! Hallo! Ich muss diesmal langsam versuchen, da runter zu springen, nicht wieder mit Vollspeed. Scheiße, an dem Pool komme ich schon mal nicht rein, glaube ich. Oh, Heli stürzt gerade ins Wasser. Scheiße, ich glaube, ich komme nicht in diesen Pool. Ich Horst. Scheiße, ich muss einen anderen versuchen. Nein! Oh nein, wie dumm. Ja. Also, das war jetzt schlechter als der erste Versuch bei mir gerade. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin bei mir auch auf einer Terrasse gelandet, aber ich konnte nichts steuern, weil ich den Fallschirm weggeschmissen habe und dann kann man den nicht mehr steuern. Das ist richtig fit, ey. Ja, ich bin übrigens noch im Garten von dem gelandet. Ich glaube, wir machen einfach noch einen dritten Versuch. Ja, so, liebe Leute, wir sind wieder zurück zum dritten Versuch, aus dem Helikopter zu springen und im Pool zu landen. Ja, wie man schön sagt, alle guten Dinge sind drei, oder, Leute? Ich sehe gar nichts mehr jetzt hier. Ja, wir sind jetzt auf gleich 4.500 Metern. Fuß. Sind wir denn noch richtig? Genau, Fuß. Ich sehe nämlich nichts mehr wegen den Wolken. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir springen raus. Das ist gut so. Okay, dann würde ich sagen auf 3. 1, 2, 3 und los. 5. Ey, was macht der denn? Der fällt. Das war nur ein kleiner Akrobatik-Jump. Wieso ist Brooklyn so mega schnell, Alter? Brooklyn, der schießt richtig durch nach unten. Ja, ich sehe ja sonst nichts. Ja, ich auch nicht. Ich fliege erstmal langsam. So, jetzt kann ich machen hier wir jetzt hier mal. Ruhig okay, und dann fliege ich erstmal. Ich fliege erstmal bis durch die Wolken durch und dann muss ich erstmal gucken, wo die ganzen Dinger sind. Da. Okay, jetzt langsam. Ich muss da weiter rüber ein bisschen, glaube ich. Ein bisschen nach vorne. So. Scheiße, das war das zu viel. Wo ist der Pool? Den könnte ich kriegen. Oh Mann, könnte das was war werden. Richtig. Den will ich rein. Oh nein, das wird. Oh, das klappt. Jawohl, ich bin drin im Pool. Aber gestorben. Nein, ich lieg neben dem Pool, verdammt. Scheiße, Mann. Oh. Ich bin rein, aber leider gestorben. Verdammt, ey. Juhu. Ich bin erstmal so auf eine Hecke raufgeknallt, die anscheinend aus Beton ist. Und ja, dann lag ich am Becken. Meinst du, die federt dich ab oder was? Von 5000 Fuß? 4,5, ne? Aber ein bisschen, ja. Ja, okay, 4,5, ja, dann ist was anderes. Ja, ich würde sagen, dann war's das hier mit der Folge. Der Einzige, der es geschafft hat, das war dann halt Frieden. Hat zwar nicht überlebt, aber. Der Profi.
Der Profi. Der Profi. Der Profi. Ja. Profi. Guckt euch gerne die Videos von den anderen beiden an. Ja, bis zum nächsten Mal. Außer ihr wollt den Profi sehen. Haut rein. Ciao. Yo. Tschüss. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski.